Digga, was geht? Was geht? Herzlich willkommen zum 30.09. Herzlich willkommen. Wir haben heute einen Wettkampf, ISC in Berlin. Das ist für uns nur ein kleiner Trainingswettkampf. Wir schwimmen alle Strecken. Yes. Ole schwimmt, glaube ich, keine 50 und 200 Brust, aber sonst wird auch ordentlich Gas gegeben. Ja, Trainingswettkampf. Das beste Training, also haben wir ordentlich Bock. Und ja, Schmerzen werden auf jeden Fall gesammelt. Später geht es dann noch zum St. Pauli-Spiel im Olympiastadion. Wir haben richtig Bock. Wir nehmen euch ein bisschen auf unsere Reise heute mit. Also habt Spaß und genießt es. Tschüss. Tschüss. Klick. So, ab geht's. Erstes Rennen, 100 Rücken Männer. Auf Bahn 5 Ramon, also ich, und auf Bahn 4 Ole. Da sieht man, erste Tauchphase komme ich noch ein bisschen besser raus als Ole, aber dann zur Wand hin hat er mich dann halt schon wieder. Der Rückenschwimmer. Und ja, zweite Tauchphase. Weites Ziel, immer bis 15 Meter zu tauchen. Da seht ihr, dass wir halt so gut wie es geht da rankommen. Beim Schwimmen sieht man halt, dass Ole da eine sehr, sehr viel höhere Frequenz hat als ich und daher dann auch zur Wand hin halt viel mehr Speed hat und mich da dann schon immer ein bisschen nass macht. Bei den Tauchphasen versuche ich halt immer so ein bisschen ranzukommen, aber Ole halt auch sehr stark im Kicken. Jetzt hier bei der letzten Wand sieht man nochmal schön bis 15 Meter, da merkt man dann auch richtig schön den Schmerz. Und ja, am Ende, glaube ich, für uns beide ein sehr, sehr gutes Rennen. Ole, glaube ich, 52,4 und ich bin 53,1 geschwommen, was für uns beide jetzt zu dem Zeitpunkt sehr gut ist. Warte. Ich habe es richtig gemerkt, ich schaue mehr bei ihm als bei mir. Ich wollte immer jetzt. Die erste Woche war ja gut, da warst du vorne. Ja. Und denken kann ich halt nicht, schon auch schon. Kann ich halt nicht, da habe ich keine Ahnung, ja, und das ist immer noch gut gemanagt, aber das war nicht perfekt. Ja. Abstand, Drehung, aber es ist auch ein bisschen müde. Aber darum geht es. Wir wollen lange Tauchphase sehen, ja. Und Wettkampffrequenz wollen wir sehen. Mein Anschlag muss aber üben. Oh, was war das? Das ist halt ja, mein Anschlag war, wenn ich wieder reingeritten habe. Ja, ich habe halt 11, 10, 10, 12. Die Mann hat keine Macht. Ich habe die Anschlag-Dings drin, glaube ich, gesehen. Lass mich! Oder ist das so? Ja.
Erstes Rennen. Ja, nicht ja, doppelt Champion. Willst du was sagen für die Fans? War klar, dass ich gewinne. Aber Ramon hat gut mitgezogen, die ersten 25. Und ja, war solide. 49 ist incoming. 49 ist incoming bei Kursmann Europa. Freut euch drauf. Genau, haut rein. Ich habe die Hand, also die Welt schon. Warum schon zwei? Wow! Yay! Was? Ich wurde noch da. Der bringt gar nichts. Schalt die einfach. Was du denn? Das ist eine normale GoPro. Warte mal, das Handtuch da runter, sieht ein bisschen komisch aus. Sorry, Leute. Als nächstes kommen die 25 Graue. Man sieht Ole Band 3 mit der roten Hose. Ramon, also ich, Band 4 mit der schwarzen. Und da sieht man direkt, wenn der Start von oben ist, sieht Ole halt gar kein Land. Sind auch 25 Graue, also müsste da Ole, der Sprinter, eigentlich schneller sein. Aber dadurch, dass es halt von oben war, hat er halt gar keine Chance. Da sieht man 10-4 und Ole 10-9. Letzte Strecke des Tages, 100 Meter Lagen, Ole wieder Band 3, ich bin Band 4. Genau, 100 Lagen, alle vier Schwimmarten, eine Bahn, also nur ein bisschen Sprinten. Da sieht man wieder gute Tauchphase von uns beiden, sind beide vorne. Ja, Band 4 bist du selber. Dann geht's auf die Rückenteilstrecke. Ja, das Ziel war halt auch hier, so weit wie es geht, zu tauchen. Deshalb sieht man, dass wir beide da schon an die 15 Meter rankommen. Bei mir sieht man da, dass ich noch ein bisschen weiterkommen als Ole, der war schon ein bisschen kaputter. Dann geht's auf die Brustteilstrecke. Alle mal bitte auf Oles Beine achten. Keine Ahnung, was der da macht, sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Ja, sieht man aber bei uns beiden, dass wir nicht so die Brustspezialisten sind. Und dann die letzte Teilstrecke, Kraue, nochmal schön weit rauskicken. Bei Ole reicht's ja nicht mehr ganz so weit, aber ja, der Wille zählt auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall alles gegeben. War ein sehr geiler Wettkampf, hat viel Spaß gemacht. Und ja, je öfter schwimmen, desto geiler. Genau, also am Ende stand es dann, glaube ich, 5-1 für mich bei Rennen gegen Ole. Also alles gut.